Ja, geschätzter Herr Kollege Doro von der CSU, selbst Malu Dreyer, die ja rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin ist und Vorsitzende der Rundfunk-Länderkommission, sagte zum neuen Medienänderungsstaatsvertrag, ich zitiere, dass viele Bürger Eingaben gemacht haben, dass es nach ihrem Gefühl zu viel Berichterstattung gibt, bei der nicht mehr unterscheidbar ist, ob das objektive Berichterstattung oder Meinung oder beides gemischt ist, Ende des Zitates. Also wurde hier genau das bestätigt, was wir als AfD hier im Plenum, genau hier und im Wissenschaftsausschuss immer betont haben. Leider haben die Regierungschefs die Reform aber nicht zu einem Schritt genutzt, den sie ohne weiteres hätten vollziehen können, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark zu verkleinern und damit seine Kosten auch merklich zu reduzieren. Daher meine Frage, warum nutzt die Staatsregierung nicht ihre Befugnisse und setzt sich hier richtig für eine Reform ein, speziell für eine Verschlankung und damit auch eine Reduktion der Beiträge für unsere Bürger? Kollege Hahn, klare Antwort. Wenn eine ausschließliche Verkleinerung, eine starke Verkleinerung, wie Sie es gerade genannt haben, der Garant dafür wäre, dass Meinung und Kommentar auf der einen Seite und Bericht auf der anderen Seite getrennt würden, dann würden wir das machen. Das ist aber nicht der Fall, denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das ist das Problem, was wir auch wir mit Ihrer Fraktion immer in der Diskussion haben. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist ein Kodex, der in der journalistischen Grundsatz, in den Grundsätzen festgestellt ist, mit einer Vergrößerung oder Verkleinerung hat der absolut nichts zu tun. Insofern ist die Frage hinfällig. Tut mir leid.